Ja, willkommen zurück beim Let's Play Microsoft Flight Simulator X von Nickel 6 aus dem Hanito LP Trio. Jetzt werden wir mal mit der Boeing 747-400, die wir hier gerade fliegen wollen, mal richtig in die Luft steigen. Wir haben die Startfreigabe schon erhalten vom Tower und werden wir uns mal hier vom Honolulu International Airport, dort drüben ist das Terminal, wo wir eben gestanden haben, werden wir mal zu einem kleinen Rundflug über die Hawaii-Inseln aufbrechen. Gut, dann mal ab ins Cockpit. Für den Autopiloten muss ich nochmal hier hin, ins reale Cockpit. Und die beiden Schalter anstellen. Das ist alles an, das ist gut. Gehen wir ins virtuelle Cockpit und geben mal richtig Vollgas hier. Man hört es, es wird laut. Laut rumpeln. Man sieht es auch. Hey, da hinten fährt die Flughafenfeuerwehr. Och, meine, wenn ich so eine. Oh. Das wird knapp. Das wird knapp. Bloß hoch. Oh, Leute, wünsche mir Glück. Das habe ich jetzt natürlich nicht gewollt. Gut. Das werden wir jetzt natürlich nicht machen. Wir richten uns jetzt einfach mal. Wir machen jetzt eine Rechtskurve, eine schöne. Fliegen nochmal über Honolulu City. Und stellen jetzt erstmal den Autopiloten an, der uns erstmal ein bisschen weiterbringen soll. Kurs 090. Und wir können auch mal ein bisschen weitergehen. Nehmen mal Kurs 110. Früher gehen wir auf nicht ganz 12.000. 10.000 reicht für den Flug völlig. Und Geschwindigkeit reicht auch bei 300. Achso, er geht gerade mit der Geschwindigkeit bis runter, muss die Triebwerke etwas verlangsamen. So, ja, jetzt überfliegen wir. Jetzt fliegen wir an Honolulu City vorbei. Da drüben sieht man es. Ein Krater von Oahu, eine Insel. Wir haben hier unser schönes Cockpit und vor uns liegen die Hawaii-Inseln. Die jetzt genau vor uns liegt, nicht die linke, sondern die mittlere, die werden wir ansteuern und dort auf dem Flughafen auch landen. Dort sollte er uns hoffentlich Landebahn 2 als Landemöglichkeit geben. Hinter uns sieht man nochmal den Honolulu International Airport, von dem wir gerade gestartet sind. Und dort hinten Pearl Harbor. Ja, und jetzt komme ich auch gleich mal, wo wir unterwegs sind, zum Thema. Wir werden hier mit den Flugzeugen. Es gibt hier bei Microsoft Flight Simulator X eine ganze Reihe Flugzeuge, angefangen von der Cessna Skyhawk, so ein Transporter Caravan, bis zur Boeing 747, bis zum A380, gibt es hier fast alles. Es gibt Hubschrauber, im Standardpack sind eine Bell 206 Jet Ranger in vielen Variationen und eine Robinson R22, enthalten, aber natürlich habe ich noch mehr Hubschrauber, Militär wie Zivile, habe ich militärmäßig den Westland Sea King, Puma, Wessex, den Merlin, aber auch andere wie EC-135, BK-117 habe ich. Mit denen können wir ziemlich viel machen. Es gibt auch immer wieder neue Funktionen, die dabei auftreten. Zum Beispiel kann man bei einigen eine Seilwinde benutzen. Oder Schwebflug. Sieht auch mal ganz toll aus, wenn man
was demonstrieren will. Multiplayer werden wir sicher auch nochmal spielen mit Havran und Taran zusammen und auch vielen anderen Leuten. Und ja, und wäre auch meine Frage an euch, was wollt ihr, was erwartet ihr von diesem Let's Play? Ich sage nur, wir haben die ganze Welt offen, hatte ich auch schon im ersten Let's Play gesagt. Wir können jeden Ort oder fast jeden Ort auf dieser Welt ansteuern. Die Flughäfen, kleine Flugplätze, große internationale Flughäfen ansteuern, starten. Wir können auch Wasserflugzeuge nehmen, Wasserflughäfen. Sehenswürdigkeiten der Welt umrunden kann man sehr gut. Zum Beispiel die Freiheitsstatue oder die Pyramiden in Ägypten. Kann man alles sehen, viel machen. Ja, das wäre so das, was ich für den Anfang bieten könnte. Natürlich wird ja noch ziemlich viel mehr dazu kommen. Den Startplatz, wo wir gerade gestartet sind, den Honolulu International Airport, den habe ich deshalb ausgewählt, weil auch hier das Let's Play von Test Drive Unlimited 1 starten wird. Es spielt auf der Insel Oahu und startet auch an diesem Flughafen, an einer Seitenstraße neben dem Flughafen. Und am Flughafen wird es auch Missionen geben, die wir hier durchführen werden. Ausblick über den Pazifik, Hawaii-Inseln. Bevor wir jetzt weitermachen, werde ich erstmal einen Blick auf unsere Bordkarte werfen. Das ist dieses kleine sonnenartige Symbol hier. Sieht man es auch? Man kann hier die Koordinaten, man kann hier den Flieger verschieben. Mache ich jetzt aber nicht, weil wir ja eh hier weiter wollen. Wenn man näher ranzoomen und sich die Flughäfen merken, wissen wir uns schon einer mit Kennzeichen am Ende. Die Landebahn kann man erkennen, so kann man schon sehr gut Flüge planen hier. Also es ist ein sehr sehenswertes, spielenswertes Spiel. Spielenswertes Spiel, mach mal nicht. Ja, wir haben jetzt gerade die Route hier. Hier sind wir los. Oh, wir haben schon ein gutes Drittel der Strecke geschafft. Wir werden jetzt hier runterfliegen. Hier circa mit einer Kurve anfangen. Und dann hier runter auf den PNOH. Welches Kennzeichen? PHOG, okay. Das war ein O mit drin und ein P, das wusste ich noch. Ja, Windstille. Das sollte eigentlich kein Problem sein, hier wieder zu landen. Okay. Ausmachen die drei Landescheinwerfer und Rollscheinwerfer. Und hier mal das volle Schalten. Den vollen 360-Grad-Kreis um uns herum. Das war inzwischen eingefahren. Wollen wir jetzt nicht nur diesen gesamten Flug hier machen, sondern auch was sehen. Deshalb würde ich mal jetzt sagen, wenn wir schon mal dabei sind, können wir nochmal den ganzen Autopiloten einfach mal drehen. Okay, der sollte aber nicht mehr an sein. Warum auch immer es jetzt gemacht hat. Aber jetzt gehen wir mal zum der hier und mal rum. Kleinere Hawaii-Insel, Nachbarinsel von Oahu. Ja, beim ersten Video hat es leider urplötzlich, warum auch immer, einen Strömungsabriss gegeben beim Anflug auf den Flughafen. Aber ich gebe jetzt einfach mal
Gas. Ja. Jetzt sagt er schon ab 370. Die Geschwindigkeit zu hoch. Deshalb bin ich auch eigentlich nicht so gerne in den hohen Bereichen, aber manchmal muss es auch sein. Vielleicht kriegt er ja schon den Flughafen rein. Will ich nicht. Ich will auch keinen von denen. Molokai, das ist der kleine Flughafen hier drüben, der gerade hier verschwindet. Mit dem Fenster. Aber der wäre viel zu klein gewesen. Auf so einer kleinen Landebahn kann man nicht mit einer Boeing 747 mit einem Jumbojet landen. Das ist nahezu unmöglich. Oh, aber ich sollte mal etwas Geschwindigkeit nachlassen und ein bisschen runtergehen. Oh Gott, fast 16.000 Fuß Silbe. Bin ich nie gelandet. Aber nicht bis zu der Insel dorthin fliegen, das können wir einen anderen Mal machen. Wir werden aber auch später, wenn das Test Drive Unlimited Let's Play angefangen hat, habe ich mir vorgenommen, einen Helikopterflug über die Insel Oahu zu machen, damit man mal so einen Vergleich machen kann, im Grunde wie die Spiele eigentlich zusammenhängen, wie die ineinander übergehen können, ob man da im einen das andere auch erkennen kann. Das kann man an einigen Stellen sicherlich. Und später wird dann auch das zweite Test Drive Unlimited dazu kommen. Das Test Drive Unlimited 2 Ibiza. Das ist auch ein sehr gutes Spiel. Es sind beides Rennspiele, Autorennen. Race over Hawaii ist super toll, kann man nur sagen. Man kann die vielen verschiedenen Modelle der Hersteller auswählen. Automarken. Man kann damit dann die Insel erkunden, Missionen machen, zum Beispiel Transportmissionen. Oder einfach nur Rennen gegeneinander fahren, radarfreien Rennen. Race mit der dortigen Polizei gibt es natürlich auch.